Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu dem dunklen, dunklen Minecraft, was sich hier im Hintergrund noch ein bisschen lädt. Und ja, es wird gerade dunkel. Das bedeutet, wir gehen mal ganz schnieksefixefell, schnell, fell, was auch immer, eine Runde schlafen, da wir nicht wollen, dass es hier irgendwelche bösen Monster auf uns lauern. Böse Monster. Wir wollen nämlich noch ein bisschen was machen. Wir haben hier schon in der Hand, ne, ein bisschen, was ist denn das eigentlich? Wie heißen die Dinger? Rote Betesamen. Genau so heißen die. Ja, danke. Und mit denen wollen wir natürlich auch das Feld neu anpflanzen. Was war hier? Was ist denn das da? Achso, das ist eine Fackel. Okay. Hier das Feld, ne? Da steht noch ein bisschen was aus, was wir beim letzten Mal noch nicht fertig gemacht haben. Yum, 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 yum. Lecker Fleisch. So, und wir pflanzen natürlich neue rote Beete. Einfach, weil wir es können und weil wir es noch nicht so in dem großen Maße gemacht haben. So, hier noch ein bisschen rote Beete hin, links und rechts. Das Wasser plätschert fröhlich vor sich hin. Und das ist schon das erste. Wow. Rote Beete, chill mal. Ja, die geht ja richtig ab. Direkt hier, ne? Direkt geht die rote Beete ab. Plopp, plopp, plopp. So. Oh, da habe ich doch. Habe ich das jetzt schon gepflanzt? Ist ja cool. So, einmal links, einmal rechts. Ja, es wird ein bisschen knapp. Ich glaube nicht, dass die Samen hier reichen. Tatsache. Hier fehlen nochmal 9 Samen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wo sind denn die restlichen? Zeigt euch. Hä? Wie geht denn das? Wir haben nicht genug Samen rausbekommen, um ein komplett neues Feld anzupflanzen? Ist jetzt Quatsch, oder? Hä? Wieso geht denn das nicht? Okay, dann müssen wir uns nochmal hier bedienen. An unserem Zweitfeld. Ja, hier, wo wir noch ein bisschen rote Beete angepflanzt haben. Ja, die können wir gleich mal mitnutzen. Tschuk, 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 tschuk. Einmal quer durch, abgeerntet. Lalalala. So. Und da kriegen wir ja auch wieder ein bisschen was raus, was rote Beete Samen angeht. Und ich hoffe, das sind dann auch genug. Alles wird hier angepflanzt. Ich weiß nicht warum, aber ich kann, einfach weil ich es kann, ne, singe ich jetzt hier so ein bisschen so. Und da haben wir auch genug rote Beete Samen. Frage ich mich trotzdem, wieso das nicht reicht. Das ist ja sehr merkwürdig. Na gut, ich will mich nicht beschweren. Ich werde jetzt hier hingehen. Und den Rest noch pflanzen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hätten nicht mal gereicht, weil es 12 sind. Da habe ich ja. Ich war jetzt irgendwie drauf, dass es 3x3 sind und nicht 3x4. Ja, wer in Mathe aufgepasst hat, der kann sich das selber ausrechnen. Ich war es nicht. Ihr könnt es mir in der Kommentare schreiben. So. ich war es nicht. Ich hab's nicht. Ja, was auch immer. Gut, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Möhren. Möhren. Ein bisschen Getreide und Weizen. Das können wir dann später noch abholen. Also diese Weizenkörner. Da wissen wir ja, wo es die gibt, falls wir noch ein bisschen Feld anlegen wollen. Nice. So. Jetzt bringe ich aber erstmal den ganzen Grimselkrams hier in die Truhe. Und ja, wir wollten ja noch ein bisschen mit den NPCs handeln. Das war ja so der eigentliche Sinn der Sache. Waren die rote Beete jetzt hier? Nee, hier waren die Karotten. Die tun wir hier trotzdem mal rein. Oh, da haben wir jetzt schon auch ganz schön viele. Nice. Also wir haben zu viel Getreide, das halte ich für ein Gerücht. Wie geht denn das? Ja gut, aber hier ist die rote Beete drin. Und da haben wir auch ein paar Samen übrig. Die Samen sind tatsächlich ein bisschen seltener als die rote Beete selber. Kann das sein? Finde ich sehr interessant, aber gut. Hier tun wir noch die Enderperlchen weg. Ja, davon haben wir natürlich viel zu viele. Mal wieder. Ja, dann schmeiße ich die hier einfach in die Müllkiste mit rein, so, wo unser ganzer Müll drin ist. Und es ist ja kein Müll, es ist halt übrig gebliebenes Zeug. Sagen wir es mal so. Zuckerrohr ist noch nicht gewachsen. Nein, noch nicht genug. Aber wir können auch mal die Schafe füttern, jetzt wo wir noch ein bisschen Getreide übrig haben. Hallo Schafe. Bäh. Habt ihr Hunger? Ja, ihr habt Hunger. So, wild durch die Kante füttern, damit die lustigsten Farben rauskommen. Meistens dann eh orange. Düm, 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 düm. So. Wenn wir einmal hier sind, können wir eigentlich auch nochmal ein bisschen Wolle sammeln. Schnipp, 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 schnipp. Ja, wenn wir einmal hier so am Rumspringen sind. Bunte, schöne, bunte Wolle. So. So. Schnipp, schnipp, schnippidi, schnipp.
So, du auch. Hier und da. Und dich und den. Man weiß ja nie, wofür wir die Wolle mal brauchen. Falls wir spontan irgendwie ein Teppichhaus aufmachen wollen oder so, dann sind wir froh, wenn wir die Wolle haben. So, hier ist noch ein bisschen Wolle. Du hast Wolle. Ey, Vorsicht, nicht mit der Schere in der Hand rennen. Ne? Ihr wisst, was passiert. Uti hat recht. Ja, so hat Moi das Ohr verloren. Nein, Quatsch. Was? Ja, was? Ich kann euch nicht verstehen. Ja, ja, so werden Gerüchte geschaffen. Auch. So, darf ich mal? Entschuldigung, ich möchte mal in die Kiste hier. Ja, ist nett, dass ihr mich unbedingt beiseite schubsen wollt, aber... So, alles rein. Wir haben, glaube ich, ein bisschen viel orangene Wolle. So. Rosa Wolle, orangene Wolle. Alles da, alles cool. So, ich komme hier nicht raus. So. Meh, sagen die Schafe. Meh. Gut. Gott, jetzt können wir uns endlich wieder bewegen. Orangene Wolle, da haben wir tatsächlich schon ordentlich gesammelt. Interessant und cool, aber gut. Ja, was brauchen wir denn zum Handeln? Karotten. Ich weiß nicht, ob ich Karotten unbedingt verhandle, also verkaufen will. Kartoffeln. Wir haben auch irgendwie keine Kartoffeln mehr, ne? Die haben wir alle schon ausgehandelt, ne? Fair weg gehandelt. Wir könnten noch versuchen, ein bisschen Schweinefleisch loszuwerden. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Leder können wir auf jeden Fall noch ein bisschen loswerden. Da freuen sich die Lederleute im NPC-Dorf. Die Kartoffeln, die hätte ich jetzt am liebsten nicht gebacken, sondern ne, einfach ausgegeben. Aber what you gonna do when they come for you? Hier ist noch ordentlich Steak. Wow. Wow. Also schon ein bisschen. Ein bisschen mehr Steak als... So, hier, erstmal gucken. Alle Öfen, die sind alle leer. Wunderbar. Ja, also... Ich denke, was das Essen angeht, da müssen wir uns jetzt nicht unbedingt einen Kopf machen. Zack. Zack. Hier, da stapeln sich schon die Steaks um die Ecke. Wir nehmen noch ein bisschen Papier mit. Zack. Ein bisschen mehr. Von den, ja, Zombiefleisch oder so. Ich nehme einfach mal ein bisschen was mit. So. Wir haben ja auch noch ein bisschen was da, glaube ich. Was wollen die noch haben? Smaragde wollen die noch haben. Das ist günstig, davon haben wir ein paar. So, was essen NPCs noch gerne? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Wir gehen jetzt einfach mal hin und handeln eine Runde mit denen. Und dann können die es uns ja auch noch sagen. Ja, machen wir es einfach so. Viel leichter auf die Art und Weise. Und wir müssen noch den Lucky Block öffnen in dieser Folge. Den hätte ich ja um ein Haar vergessen. Ja, aber nein. Nicht wirklich. Alles cool. Machen wir am besten gleich mal. Bevor wir es tatsächlich vergessen. Also... Ihr eher weniger, ich eher mehr. Hier ist noch ein Deck Steaks. Super. Nehmen wir mal einen. Nehmen wir einen Lucky Block. Und wo ist die? Da. So, den Lucky Block nehmen wir da. Und dann packen wir da ein paar Smaragde drumherum. So, da ist er bei 11. Und plus 5. Ich denke, das reicht vollkommen aus. So, da, hallo. Hallo, dankeschön. Die Tür zu, damit ich hier... Ne? Dich die Enten ins Haus lasse, das wäre sehr ungünstig. Dann schauen wir mal, was da so Schönes drin lauert. Plus 5, also... Ja, es sollte nicht allzu schlecht sein. Kann aber auch nicht allzu gut sein, das wissen wir ja. Weil es ein Lucky Block ist. Wahrscheinlich kriegen wir wieder irgendwelche Eisenwerkzeuge raus. Yay! Toll, Eisenwerkzeuge. Oder irgendwas, was wir überhaupt nicht brauchen. Ich glaube, ich öffne es wieder hier im Krater. Einfach, weil ich es kann. Der gute Krater. Ja. Tschak, tscharab. So. Hier auf der Dunkel. Nee, hier. Zack. Hallo? Wer bist du denn? Ein kleiner Elboy. Das ist jetzt doof. Den hätte ich ganz gerne so, wie er ist. Im Museum. Einfach lass ihn da stehen. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Klumpen? Oh, das ist ein Hühnchen. Da war ich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Ein kleiner Elboy. Hui. Schön. Das finde ich allerdings cool, ne? Das, wenn sowas in den Lucky Blocks drin ist, das finde ich wiederum cool. Coole Sache. Cool. Ja, wie kriegen wir das aber da... Ne, ist ja auch egal.
Bam, 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 bam. Was wollte ich jetzt machen? Irgendwie wollte ich M drücken, um die Karte zu sehen. Das ist auch totaler Quatsch. Wir gehen zum NPC-Dorf und handeln da ein bisschen. Ah, guck mal hier die Felder. Wie sie sich winden im Wind, wobbelnd und woben. Ne? So irgendwie. Finde ich schon cool. Hat schon ordentlich Style, wenn man sich das mal hier so anguckt. Yes. Nice. Richtig schön. So, an der Kathedrale müssten wir eigentlich auch noch weiterarbeiten. Ich meine, wir haben ja. Haben wir Steine? Haben wir Steine besorgt oder war das, habe ich das nur geträumt? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas wird es gewesen sein. Ja, das ist das, wovon Moi träumt. Steine für eine Kathedrale sammeln. Oh, toll. Ja, wir müssen ja auch noch Glas reinmachen. Das kommen ja die ganzen Enten immer rein. Das wollen wir natürlich nicht. Aber eine Runde schlafen können wir hier. Super, funktioniert sogar direkt. Ich dachte, jetzt dürfen wir erstmal nicht schlafen, aber wir dürfen. Nice, nice, nice. So, hier, guck mal, erster NPC. Hey, renne nicht weg. Wo bist du hin? Bist du das? Du möchtest doch bestimmt Zombiefleisch kaufen. Ja, das möchtest du. Sehr gut. Jetzt bist du glücklich? Ja, das bist du. Und verkaufst mir, ja, ein Lapislazuli, hol ich mal. Überzeugt. Ausnahmsweise. So, und dann hast du was Neues im Angebot? Glowstone? Boah, Enderperle brauchen wir eigentlich beides nicht. Ich hole mal einen Glowstone, einfach damit du ein neues Angebot hast. Ja, freust du dich? Da freue ich dich. Jawohl, natürlich freue ich dich da. So, zeige mal, was du Neues hast. Erfahrung? Das Fläschchen? Okay. Geht da noch mehr? Ich weiß es gar nicht. Lass mal erstmal zu den Bibliothekaren gucken. Die neuen, ne? Ich möchte erstmal mit denen eigentlich handeln. Gibt es noch ein bisschen davon und ein bisschen davon. Hier liegen sogar noch ein paar Enderperlen rum. Aber okay, Bibliothekar. Bist du ein Neuer? Ja, ich glaube schon. Komm hier, hast du ein bisschen. Zack, ne? Geil, hä? Das ist geil. Oh, Papier, ja. Oh. So, und was hast du da Neues im Angebot? Ein Bücherregal und. Für 9 Bücher kriege ich 1 Mark. Ne, das ist ein bisschen doofer Deal. Ja, bezahlen wir hier 1, 2, 3 und holen uns ein Bücherregal. Einfach damit du was Neues im Angebot hast. Bitte hab ein Reparaturbuch. Das wäre so klasse. So. Glas, okay. Nee, das ist jetzt eigentlich Atmung. Du geschriebenes Buch. 2 für. Nee, nee. Ja gut, ich hol mal ein bisschen Glas. Das kann ja nicht schaden. Kann man ja immer mal gebrauchen. So, jetzt hast du hoffentlich ein neues Angebot. Blub, 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 blub. Plünderung 2. Ah, verdammt. Ja, ich dachte jetzt schon. Ah, Plünderung 2 ist nicht das, was ich will. Schade. Wir suchen mal ein bisschen weiter. Machen wir hier ein paar Angebote mit den nächsten NPCs. Du hast Atmung und Flamme und ein Namensschild. Gut, nee, brauchen wir aber nicht. Das ist schon ein NPC, mit dem wir durchgehandelt haben. Oh, da will ich nicht stören. Der alte Sack macht sich dann an die Bauersfrau ran. Das ist doch ein Priester, der darf das doch gar nicht. Er merkt da jetzt auch, oder? Keine Ahnung. Das ist noch ein Bibliothekar. Vielleicht hat der was. Hallo? Nein, nicht abhauen. Ich möchte mit dir reden. Bannen? Nee, hier, guck mal. Ja, das ist nämlich schön, ne? So ein bisschen Papier. Geil, Papier. So. Was hat er Neues im Angebot? 8 Bücher für einen Smaragd. 4, ja gut, egal. 4 Smaragde. Ist zwar jetzt nicht der beste Deal, aber er hat dann was Neues im Angebot. So. Bücherregal und ja, Glas nehmen wir auch nochmal mit. Kein Ding. Wenn er das unbedingt loswerden will. Ah, sehr gut. Und was haben wir Neues? Flamme. Schade. Was ist mit dir los? Fäden? Fäden habe ich nicht. Bist du ein neuer Bibliothekar? Nein, aber die habe ich noch kein, da habe ich noch nicht bis weiter gehandelt. Das bedeutet, oder ein Bücherregal? Ja. Und dann zeig mal, was du. Show me what you got. I want to see what you got.
Ah, ein bisschen mehr Glas gibt's hier. Also, ne, das ist hier der beste Glashändler. Alter, was ist denn hier los? Jetzt die Party. So, und ein Unendlich-Buch. Schade. Schade, schade. Vielleicht finden wir ja noch mehr Bibliothekare. Ich habe ja auch irgendwo einen kleinen NPC gerade gesehen. Da ein ganz kleiner. Der ist ganz klein. Guck dir den an, wie klein der ist. Cool. Hatte ich mit dir schon gehandelt? Oma! Ja, du warst die alte Oma. Was mit dir? Ja, du warst der mit der Plünderung. Okay. Die Schmiede hatten wir mit denen schon durch die Kante weggehandelt. Jo, der hat komplett Kette schon angeboten gehabt. Hier, das ist da auch noch ein Schmied. Schmied? Du hast... Oh, du bist neu. Hallo. Dann möchtest du bestimmt Dinge kaufen. Ja, ja. So, da ist der nämlich auch glücklich. Hier kann ich den noch ein bisschen Eisen andrehen. Zack. So. Sind die gleich mal super mega happy? So, und was bietest du Neues an? Ein Diamantschwert mit Rückstoß? Boah, Glücksaxt? Boah, nee. Gut, das war jetzt irgendwie nicht so viel. Nee. Was mit dir? Was bist du für einer? Wir haben schon gehandelt. Ja, unendlich. Schuh, schauen wir mal. Muss es doch noch ein paar andere NPCs geben. Hier hinten treibt sich... Guck mal, hier ist doch noch ein Schmied. Das ist aber der, mit dem haben wir auch schon gehandelt. Das ist auch bloß ein Waffenschmied. Ist hier oben einer drin? Nee. Hallo? No, keiner da? Okay. Hier ist keiner da. So, was hier? Aha! Versteckt sich hier und verkauft Namensschilder. Das ist doch schon wieder die Oma. Immer dieselbe Oma. Die versucht aber auch ums Verrecken mir ihren Scheiß anzudrehen, ne? Hab ich mit dir schon gehandelt. Du stehst so weit außen. Hab ich noch nicht. Schusssicher, alles klar. Heute ist dein Glückstag. Du kriegst hier alles an Papier. Ja, nicht ganz alles, aber schon viel davon. Einfach, damit ich wieder ein bisschen Inventarplatz hab und ein paar Smaragde wieder rauskriege, ne? Außerdem hast du den besten Preis, 25 Papier, das ist echt gut. So, und du bietest mir an, für 3 Smaragde wie ein Bücherregal, das ist ein fairer Deal. Ja, wir haben 1000 Papierblätter hingegeben. Was ist das, ein Turm? Nee, ach nee, das ist abgeschnitten. So weit geht die Sichtweite gerade nicht. Ist ja witzig. Ja, ist ein guter Deal, für ein bisschen Glas. Dankeschön, da kriegen wir auch gleich Erfahrung wieder ran. Nice. So, und was hast du jetzt im Angebot? Was hast du im Angebot? Federfall. Mist. Federfall ist nicht das Buch, was ich haben wollte. Fräulein, das geht so nicht. So. Ja, die war auch hier. Hier ist gerade überhaupt keiner. Kann das sein? Hier. Habe ich hier noch irgendwas Sinnvolles, was ich... Nee. Gut. Wir können noch Folgendes machen. Wenn wir einmal hier sind. Ein bisschen Musik auflegen. Hui. Oh, schnell die Tür zu, sonst kommt die Ente rein. Und wer bist du jetzt? Bist du schon wieder die Oma mit dem... Ja, mit dem... Das ist die Namensschild Oma. So, ich suche noch ein paar Metzger. Das... Oh hier, es werden immer mehr Eisengolems. So, du möchtest doch bestimmt ein bisschen Leder haben. Okay, ein bisschen ist gut. Mehr willst du nicht. Gott, ist die Musik laut. Was mit dir? Du möchtest... Oh, hallo. Ganz viel, ne? Leder, das ist ein wahrer Hochgenuss. Sattel verkaufst du auch. Das finde ich schön. Was mit dir? Hallo. Ich habe hier sogar auch schon bis zum Sattel hochgetrieben. So. Schön Leder. Mehr will er nicht. Aber wir haben ja noch mehr Metzger hier rumstehen. Was ist das? Was bist du für eine Oma? Oh. Oh, da habe ich aber Glück, dass ich noch nicht alles ausgegeben habe. Denn die ist noch willig. Und ist sie nicht willig, so brauche ich Gewalt. So nach dem Motto. Feuerschutz, boah, geht. Ein bisschen teuer hier mit Vieren, aber gut, wir machen den. Gehen den Deal natürlich ein.
Einfach um zu sehen, was es sonst noch so gibt. Boah, 3 Glas nur dafür. Das ist auch echt wenig. Aber gut, gut. Du bist ein harter Verhandlungspartner. Wehe, wir kriegen jetzt nicht das Reparaturbuch. Dann raste ich aus, Köder. Wow. Ja, du willst Fäden? What? Jetzt sind ja schon 3 Eisengolems hier in dem Wasser. Voll das Eisengolem-Bad. Klasse Sache, aber gut. Du möchtest kein Leder mehr. Okay, habe ich so verstanden. Du bist ein Fleischer. Okay. Die können wir da auch mal was mitbringen. Du bist auch ein Fleischer. Warum seid ihr hier draußen? Seid ihr am Jagen? Seid ihr Hühnchen jagen oder was? Die Eisengolems da unter Wasser, die ersaufen aber auch nicht. Ist voll klasse. So. Wem können wir denn hier noch was andrehen? Dem kleinen NPC hier. Nein, okay. Ha, sagt er. So, hier hat man schon. Oh, legt eine Erfahrung rum. Meins. So. Gemüse und Co. haben wir jetzt gerade nicht übrig. Zumindest nicht für die NPCs. Hey, 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 hey. Ja, genau. Du möchtest doch bestimmt noch mehr Leder. Wie? Reicht nicht. Oder reicht? Wie jetzt? Lederhosen? Nee, ich brauche keine Lederhosen. Ich brauche keine Lederhosen. So. Okay, soweit so gut haben wir ja erstmal quer durch die Kante gehandelt. Das war der alte. Gut, dann würde ich sagen, erstmal eine Runde pennen. Ja, gehen wir hier in die Kathedrale. Warum nicht? Das ist so gut wie überall anders zum Schlafen. So, gute Nacht. Bevor die NPCs noch von irgendwelchen Zombies weggenascht werden. Das wollen wir ja nicht. So, jetzt habe ich so viel Krimskrams. Ich tue mal das hier nochmal da rein. Das kommt da mit rein. Machen hier einfach eine Müllkiste draus. Ne? Manche Sachen nehme ich auch wieder mit raus. Achso, hier haben wir auch noch Glas bleibt hier. Glas ist, glaube ich, eine gute Idee. Auch ein paar Bücherregale, warum nicht? Kann man vielleicht noch was mit anfangen. So, sehr gut. Das haben wir. Das haben wir alles. Jo. Halt, da ist noch Zombiefleisch drin. Das nehme ich noch mit. Vielleicht können wir ja noch mit dem ein oder anderen Dorf-NPC, also hier, ne, Priester-Neuen hier handeln. Schauen wir mal, vielleicht sind da noch welche dabei, die unbedingt was haben wollen. Genau, dich haben wir noch nicht behandelt. Hier, nimm und freue dich mit deinem schnurrbärtigen Schnurrbart und deiner mega Unterlippe. So, was hast du Neues im Angebot? Mensch, das ist ja ein Angebot, wie ich es noch nie gesehen habe. Kaufe ich. Einfach, weil ich es kann. Nein, nur damit er glücklich ist und neue Sachen im Angebot hat. So sieht das nämlich aus. Und was ist es? Ein Glowstone oder ein... Ja, wir nehmen denn ein Glowstone. Komm. Ja, cool, ne? Oh, da hast du aber richtig gut gehandelt. Wenn du jetzt noch andere Sachen hättest, dann würde ich ja noch mehr mit dir handeln. Zeige mal. Erfahrungsfläschchen für 7 geht eigentlich. Pass auf, einfach mal, um zu gucken, was er Neues im Angebot hat. Hol ich mir mal so ein Erfahrungsfläschchen. Ja, 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 ja. Moment, das. Nichts Neues. Okay, nur Erfahrungsfläschchen. Gut, gut. Hat mich also beschissen. Ich merke schon. Muss ich mir meine Smaragde woanders herholen. Geht nicht anders. Tja, was ist mit dir eigentlich? Habe ich... Nee, okay. Aber jetzt vielleicht... Oh, eine Jacke. Das wird ja ein richtig tolles Angebot hier. Mit der Oma hat man schon gehandelt. Ja, das war die, die unendlich Zeit hatte. Das ist die, die unendlich Zeit hat. So, werden wir hier noch ein bisschen Krimskrams los. Ja, reicht nicht, natürlich nicht. Schade. Egal, wir sind mit 64 Smaragden hergekommen. Und gehen mit 63 Smaragden. Also, war schon fast gut. Was macht ihr hier eigentlich für ein Krimskrams im Türenlabyrinth? Naja gut, die machen schon ihr Ding. Warum? Also für die, die sich jetzt wundern, warum haben wir jetzt so ein Haus mit lauter Türen drin? Das ist, weil die NPCs dadurch denken, dass hier mehrere Häuser stehen und sich noch mehr vermehren. Damit wir noch mehr NPCs haben. Das ist der Sinn der Sache. Ja, also für alle, die jetzt, das ist gewollt. Und nicht, weil Moi doof ist, sondern weil das sinnvoll ist. So. Sehr gut. Den tue ich den Rest draußen in die Truhe. Einfach, weil ich es kann. Ich will gar nicht... Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier früher aussah. Wir haben das ja alles so umgebaut. Voll klasse. So, das kommt da rein. Das kommt da rein. Das mag da bleiben. Die nehme ich mit. Der Mischleder kann hier noch bleiben. So.
Sehr gut. Und dann den Rest bringen wir dann, glaube ich, wieder zurück nach Hause. Wir haben jetzt erstmal genug lustige Sachen hier verbreitet. Ja, in der nächsten Folge müssen wir dann mal gucken. Werden wir dann sowieso wieder einen Lucky Block aufmachen und mal gucken, was wir dann so Schönes tun können. Leider kein Reparaturbuch gefunden. Das wäre eigentlich so momentan unsere größte Aufgabe. Ja, Questziel Numero Uno, Hauptquestline. Aber naja, egal. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft. Und bis dahin klettere ich hier nochmal hoch und würde sagen, haut's rein und ciao, ciao. Also, bis morgen.